Zum eigentlichen Grund meiner Reise. Wenn man so lange reist, ist am gescheitesten, man macht ein bisschen Aufwärmen, bevor es losgeht. In ein paar Stunden fängt das Training an und ich fange immer an, den Tag mit ein bisschen stretchen. Außerdem wird es Zeit, dass wir uns das Dojo anschauen. Also nichts wie hin. Wie oft ich wohl die Stiegen schon runtergegangen bin. Das sind ein paar Matten, die werden wir morgen zerschneiden. Sato Sensei und ich. So, und unten im Keller ist das Dojo. So schaut's aus im Dojo. Das ist die Kamisa. Die Gürtel zu Hause. Das sind ein paar Schriftrollen, die hat sich mein Sensei aus dem buddhistischen Tempel geholt. Man sieht, die Matten sind nicht mehr im besten Zustand. Das waren sie auch schon vor 12 Jahren nicht, als ich das erste Mal da war. Ein Spiegel, eine Haltung, das sind die sogenannten Ichikote. Dann werden wir uns noch heute richtig versohlen. Da oben hängen die Urkunden von den Turniergewinnen. Die anderen 100 sind da hinten drinnen. Das ist die Umzüge für die Damen auch. Also ein bisschen dehnen, immer gut nach so einer langen Reise, nach dem Jetlag. Und wir sehen uns dann am Nachmittag.